Hallo, meine Freunde, wir sind wieder bei Kingdoms of Amalur. So. Wir müssen leise sein. Wir untersuchen jetzt mal das Grab von Leutnant Shangeten. Hier liegt unser aller kleiner Bruder Leutnant Shangeten, der Alpha-Armee. Du hast Licht in die dunkelste Nacht gebracht, Freude in unserer Verzweiflung. Jetzt mal ein Witz, was ist das überhaupt? Haben wir eine Grabkammer entdeckt, oder was? Hier liegt die Heldin von Kullen. Die Hoffnung aus dem Osten brachte die Schwerter im Sonnenlicht. Die gefreite Cassie der Alpha-Armee möge ihr Angriff nie vergessen werden, denn ihr Tod war nicht umsonst. Hier liegt der große Vater, das Gesicht, das alle Tuata an ihren Träumen verfolgt. General Masterson der Alpha-Armee. Wir werden euch vermissen, euren Namen in einem ehren, was wir tun. Hier liegt er, der dem Feind das Rückgrat brach, der Tyvilly stürmte und das Biest in ein mitternächtliches Grab rang. General Crow, der Alpha-Armee, er ist nun bei Inadon, möge Inadon seine Seele leiten. Hier liegt die Herrin der Galafor-Felder, denn jeder, der vor ihr stand, fiel durch ihre Hand. Durch die Hand der gefreiten Lemalan, der Alpha-Armee, die Leben, die sie seit jedem Tag rettete, werden in ihrem Namen gelebt werden. Ja, nicht schlecht. Einmal mal so ein paar Gräber hingestellt. Und was ist jetzt hier los? Ah, ein paar Fallen also. Au. Man kann sie ja nicht deaktivieren. Was kommt wohl hier gleich auf uns zu? Wetten, hier ist auch noch irgendwo eine Falle drin. Ein Skelett. So. Ich bin ja nicht so der Mensch für Fallen. Ich halte nicht viel davon. Denn ich falle immer hinein. Oh, da nicht jetzt schon wieder. Ey, du hattest eine gute Pause. Jetzt hör mal auf jetzt. Okay, hier ist nichts mehr. Dann gehen wir mal. Lyra Torelm. Ich wusste, es würde jemand kommen. Alle sagten, wir seien so gut wie tot, aber ich habe weiter gehofft. Ich weiß nicht warum. Ich hatte noch nie Grund zur Hoffnung. Also, wie lautet eure Geschichte? Grabräuber, Schatzjäger? Oder wie wir auf der Flucht und der Suche nach einer Unterkunft? Oma schickt mich. Ein guter Mann, dass er mich nicht aufgibt. Nun, es ist gut zu wissen, dass wir nicht vergessen wurden. Doch unsere missliche Lage ändert sich dadurch nicht. Wir können nicht gehen. Der Boden der Gruft ist mit einer Falle versehen. Wir waren kaum drin, als aus den Schatten Fergorta emporstiegen. Wir haben die Treppe erreicht, aber jetzt stecken wir fest. Was ist hier passiert? Wir haben nicht geplündert, glaubt mir. Wohin sollten wir denn unsere Beute tun? Wir mussten sogar schon den Großteil unserer Wertsachen in der Bitterwölbe verstecken, um unsere Last zu lindern. Wir haben nur Schutz vor den Elementen gesucht, ein schattiges Fleckchen. Doch diese Gruft wird von einer teuflischen Macht bewacht und sie will uns verjagen. Ich entschärfe sie. Wie edel von euch. In einer anderen Lage würde ich eure Großzügigkeit anzweifeln. Doch da uns das Essen ausgegangen ist, nehme ich dankend an. Der Hebel zur Deaktivierung der Klingen ist in dem Raum oben, am Ende der Treppe. Hinter der Runenfalle, die die Fea Gorta beschwört. Wenn ihr uns befreien könnt, seid ihr wahrlich etwas ganz Besonderes. Ich bin etwas ganz Besonderes. War ich schon immer. Aber na gut, erzählt mir erstmal etwas über euch. Oma Vogard war der beste Jäger Kulns. Doch kurz nach dem Angriff der Tuata versagten ihm die Hände. Jetzt kann er einen Bogen nicht einmal mehr halten, ohne dabei zu zittern. Ich habe seine Aufgabe übernommen und sein Herz gewonnen. Ich bevorzuge es, mich an meine Beute anzuschleichen, statt sie einfach zu erschießen. Es hat etwas damit zu tun, ihr in die Augen zu sehen, bevor sie stirbt. Ihr Respekt zu erweisen. Okay, das klingt gut. Und was wisst ihr über Oma? Er ist mein Liebster. Ja, es gibt einen Altersunterschied. Aber ich bin überzeugt, dass Omas Erfahrungen ihn begierig auf das Leben gemacht haben. Und diese Begierde kommt der jedes Mannes gleich, der nur halb so alt ist wie er. Okay, und die Flüchtlinge? Wir hätten vielleicht Zuflucht in Rathir suchen können.
Aber die Dokhalfar hätten es uns niemals gestattet zu bleiben. Aber wenn wir dort nicht hingehören, wohin denn dann? Gut, Oriatos Gruft. Ich weiß nicht viel über Oriator, abgesehen von dem, was man uns in der Schule des Dorfes gelehrt hat, bevor sie niedergebrannt wurde. Er war ein Kriegsheld. Auf den Galafor-Feldern, soweit ich mich erinnere. Der verlassenen Ebe. Der Name passt. Wir hatten kein einfaches Leben, als wir die Felder unterhalb Kulns bestellten. Aber es war nichts im Vergleich zu dem hier. Wenn einen nicht die Banditen erledigen, tötet einen der Hunger. Etwa Wildwitfront. Sie kommt aus dem Lager auf dem Hügel, der nach Emaire führt. Sie ist eine Lügnerin und Diebin. Ich habe sie schon zweimal dabei erwischt, wie sie sich in unsere Zelte geschlichen hat, um Essen zu stehlen. Schlimmer als ein Burgard. Und wo ist der Hebel? Das werden wir herausfinden. Bald. Wir werden den Hebel suchen. So, ich glaube, ihr wolltet mich gerade angreifen, oder? Vermute ich mal so. Aber leider musste ich euch davon abhalten. Oder musste ich. Hier ist der Hebel. So. Das war's also schon. Einfach mal so. Gut, wir haben die Gruft abgeschlossen. Nicht schlecht. Einfach mal so. Zurück zur verlassenen Ebene. So. Wo ist denn unsere Oma? Im Flüchtlingslager, wo wir uns jetzt hin teleportieren werden. Und boom. Wow. Alles okay? Bist du ja gerade so hingefallen. Tut mir leid. Hallo, Oma. Ich wusste, ihr würdet sie zurückbringen. Ich konnte es in euren Augen sehen. Ihr liebt auch jemanden oder habt geliebt. Ihr wisst, wie es ist. Kein Dank kann dieser Tat gerecht werden, doch etwas muss ich euch geben. Ich war einst Jäger, doch diese Tage sind vorbei. Eure, so scheint mir, beginnen eben erst. Gut, leb wohl. Auf Wiedersehen. Ich habe einen Bogen bekommen. Das kannst du plündern. Der brutale Langbogen. So. Rüstung haben wir auch was Neues. Schuhe der Sintflut. Zu Plunder. Wie viel Plunder haben wir denn schon? 32. Hi, hi. So, da haben wir die nächste Quest abgeschlossen, Freunde. Ich bin gerade überlegen. Wir gehen jetzt nochmal darüber. Denn da ist noch etwas. Ne, hier runter gehen müssen wir. Denn da ist noch etwas, was wir haben wollen. Ein verstecktes Objekt. Und das wollen wir haben. Also ich zumindest. Ob ihr es auch haben wollt, weiß ich nicht. Aber ich hol's auf jeden Fall. Was auch immer mich hier erwarten wird. Falls mich hier was erwarten wird. Oh, oh, oh. Nicht schlecht. Ah, toll. Das war's? Ah ja, hier ist ein Felshaufen. Weg. Weg. So. Gut, dann haben wir das ja auch erledigt. Dann brauchen wir ein neues Quest. Das Tal der Gesegneten. Nach dem Stab der Fehle suchen. So. Wo ist denn das? Das soll hier sein. Dann gehen wir wohl eher... Die Frage ist gerade... Sollen wir von hier aus? Ich glaube, wir laufen von hier aus. Ich glaube, das geht schneller. Wir laufen von hier aus. Wir machen eine kleine Reise. Oh. Wie war das mit Nichts erwartet uns? Alter! Überhaupt Damage? Alter. Leg dich mal auf den Rücken.
Ist besser, wenn du tot bist. Das ist angenehmer. Du liegst dann besser. Mein Kleiner. Sieht echt gut aus. Nicht schlecht. Gut. Das war dann der Bergtroll. Ah, Bargest. Und tschüss. Mein Kleiner. So, wir müssen da hoch. Um das zu machen. Da lang. Genau, wir gehen da lang. Und machen mal ein bisschen was kaputt. Oh, haben Gold gefunden. Wow, sehr viel. Oh, was ist denn hier? Was haben wir denn hier? Ach, ein Grab. Ah, stimmt, wir sollen jetzt ab und zu mal ein paar Gräber suchen. Aber das hier war wohl nicht das Richtige. Hm, passiert. Dann suchen wir sowieso nachher. Von daher gehen wir jetzt erstmal hier weiter. Nehmen noch den schwarzen Kursch hier mit. Und ich glaube, das ist Stern, nee, Himmelsblüte. Oder auch nicht. Dann ist es eben keine Reagenz hier. So, da haben wir schon die Truhe geöffnet. Das ist wirklich, ey, das ist echt eine verlassene Ebene. Hier ist nichts, ey. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, aber es ist schön hier. Ist echt schön gemacht hier. Gefällt mir. Allgemein so die Atmosphäre und wie es alles aufgebaut ist und wie es aussieht, das ist einfach nur geil hier in dem Spiel. Dafür, dass es gar nicht so viel gekostet hat und auch so viel hier drin an Quests und alles, also hat sich definitiv gelohnt. Reicht mir aber ganz schön mit euch. Brauchst gar nicht so kommen. Brauchst mir hier gar nicht so kommen. Ich glaub's ja nicht. Greifen sie mich einfach mal an hier. War's das schon? Hm. Nein, hier ist noch was. Plunder. Leinenroben. Plunder. Und eine Blutungsresistenz. Ja, eine ganze Menge. Können wir die Tränke eigentlich auch zu Dings hauen? Inventare. Konsumgut. Zu Plunder. Auswählen. Ja, das können wir alles hier weghauen. So. Ups. Egal. Ich habe ihn jetzt genommen. Passiert. So. Das weg. Und das weg. Und das weg. Erfahrungsstärke. Die behalten wir mal noch. Die behalten wir. So. Die können wir nämlich dann nachher benutzen, wenn wir ein bisschen rumlatschen und sowas. Weil benutzen kann man sie immer. So. Wie mache ich das nochmal, dass ich das hier... wo ist das denn? Hm, Status? Nee. Inventar. Konsumgut. Gegenstandsrad. Ah. Da suche ich dann den Erfahrungsstärker. So. EP-Belohnung erhöht. Für wie lange? Keine Ahnung, nicht lange auf jeden Fall, wie man sieht. Gut. Dann soll es so. Wir gehen weiter. Ach komm, was wollt ihr eigentlich? Da lang.
Geh weg. Du auch. So. Einfach mal weggebammt, ey. Alter Schwede, hier ist was los. Ein verstecktes Lager. So. Ich Idiot. Eigentlich wollte ich das nicht mehr hier haben. So. Jetzt müssten wir hier eine ganze Menge Plunder drin haben. 55 Stück. Also wir können eine ganze Menge Platz machen. So, wir müssen aber da mal hin, weil da habe ich gerade was gefunden, was euch interessieren könnte. Bis gleich. Erst der Fyrilbaum, dann die Schemen von Bäumen und Köpfen und Falken, welche die Schaumkronen der Wellen bildeten, ehe sie brachen. Dann 1000 andere Wunder meines Landes sind verklungen, verstummt, verfallen. Alles, was ich kenne und liebe, entgleitet meinem Griff. Eine sehr traurige Geschichte. Aber leider nicht zu ändern. Man kann leider nicht immer glücklich sein in seinem Leben. Ich spreche auch aus Erfahrung. Gut. Komm mit. So. Bevor ihr mir hier große Probleme macht. Einfach mal alle weghauen. So. Edler Stahlhammer. Ich sehe, unser Inventar ist fast voll. Heißt, wir müssen bald mal verkaufen gehen. Ich habe euch mit den Vagabunden auf dem Bettlerfeld sprechen sehen. Welche Lügen haben sie euch aufgetischt? Warum habt ihr diesen Weg eingeschlagen? Hat die mich erschreckt, ey. Alter. Nach Aderus zum Stab der Fehler. Das dürft ihr nicht. Lyria hat sie verstoßen. Allein die Tatsache, dass sie unser geheiligtes Tal mit Feienmagie entweihen, beweist es. Stattdessen solltet ihr mir den Stab bringen. Priesterin Aurela wird ihn zerstören, um all diesem ein Ende zu bereiten. Sie werden gezwungen sein zu gehen. Ich bin überfragt. Der Bettlerfels? Diese Höhen jenseits des Tales trugen vor dem Krieg einen anderen Namen. Nun nennen wir sie den Bettlerfels, wegen der dreckigen Flüchtlinge, die aus den westlichen Ebenen kommen. Galafor. Galafor wurde durch Lyria von seinen Sünden gereinigt und gesegnet. Ebenso gesegnet sind jene, die ihren Zorn unbeschadet überstanden haben. Und der Narenhof? Ich werde nicht leugnen, dass die Narens einst hier gelebt haben. Als Mädchen habe ich sogar mit Arik gespielt. Aber heute ist hier kein Platz mehr für sie. Lyria hat sie nicht vor den Tuata beschützt. Es war gegen ihren Willen, dass sie bleiben. Priesterin Kurelon. Wir sind wahrlich gesegnet, dass sie hier ist, um uns zu führen. Und ich habe das große Glück, ihr vollstes Vertrauen zu besitzen. Und warum wollt ihr den Stab? Nur damit diese Vagabunden unser Land friedlich verlassen. Nichts weiter. Keine Sorge. Ihr werdet mit Gold und mit Lyrias Gnade belohnt. Aber lasst sie doch hier leben. Ich bin dafür, wir lassen sie leben. Hier, leben. So. Na, eine Bandruhe. Nee. Echt nicht. Elfen-Frost-Champion. So. Keine Reagenzien, war ja klar. Ah, Seeflachs. So. Weiter geht's. Dass sie die Leute hier immer alle verscheuchen wollen und dass überall die ganzen Flüchtlinge und Bettler dürfen nie irgendwo leben. Und nur weil Feinmagie ist ja nicht schlecht. Ganz und gar nicht. Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, was sie mehr gegen die Leute haben. Mann. Nerv mich nicht. Schlecht drauf. So. Wow, leck. So. Noch eine Truhe.
Ferkels Rüstung vergleichen. Nö, toll. Blonder. Blonder. So. Ich hoffe, das reicht noch, die letzten Plätze jetzt. Das wäre sonst extrem ärgerlich. Ich will nicht wegschmeißen, ich habe jetzt extra so viel Platz im Inventar. Ach komm, Leute. Dann üben wir nochmal, ne? Das üben wir nochmal. Das ist eine Goldgrube hier. Hier findet man so viel. Nein, das darf nicht passieren. Ah, finden wir auf jeden Fall bessere Scherben, das sieht man schon. Wir haben schon eine Menge Gutes erlangt. So. Oha, wir finden wirklich viel, viel bessere Scherben. Also, ist das wahr? So, wo kommen wir jetzt hier? Ein Sumpfborker. Alter. Alter. Oh, meine Fresse, ey. Sind die lästig. Handschuhe der Blitzabschwächung. Du Blonder. Oh, das kann ich nicht alles tragen. Nein. 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 Gut. Muss ich mal eben schauen. Ah, oh, nee. Haben wir noch irgendwas hier bei Konsumgut oder sowas weg kann? Hier, komm. Den trinken wir, dann haben wir Platz. Ah, Mann, wir sind zum Glück jetzt da. Wir sind da, wo wir hin wollten. Was? Loyaler Talisman. Nein! Stab der Pfähle. Den lassen wir jetzt hier. Obwohl, nein, tun wir nicht. Ich kann das nicht. Ich kann ihn nicht hier lassen. Wir müssen mal hier zerstören. Wir bekommen auch ein bisschen Gold dafür, aber egal. Also nur ein bisschen. So, den wollte ich auch zu plündern, so viel. Nein, Rüstung. Gut, wir müssen hier wieder raus anscheinend. Ja, müssen wir. Obwohl wir hier sicherlich noch Truhen finden werden. Ich bin mir sicher. Ich will gar nicht nachgucken. Was haben wir hier? Blutwurz, genau. Hier haben wir nichts mehr. Gehen wir nochmal da lang. Seeflachs. Zum Glück war hier nichts mehr. Puh. Ich wäre sonst echt verzweifelt. Wirklich. Hat gerade, ey, wir mussten eine Sache wegschmeißen. Wie ärgerlich ist das denn? Ich hasse es, mein Inventar leeren zu müssen. Lasst uns jetzt gleich, bevor wir irgendetwas machen. Also sie kriegt den Stab schon mal nicht, das steht schon mal fest, das wisst ihr, ne? Aber was ich sagen wollte, lasst uns gleich mal eben Sachen verkaufen gehen. Und zum Lager bringen. Das ist wichtig. Sonst haben wir nicht mehr viel Platz hier. Das wäre echt ärgerlich bei 100 Plätzen. Also wir haben keinen Platz mehr, so sagen wir es so. Aber es wäre trotzdem ärgerlich. Blutwurz. Alter, der Weg ist ganz schön weit hier. Tü, 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 tü. Die zweite Bandtruhe zum Beispiel, die habe ich ja vorhin gar nicht gesehen. Hier ist nichts mehr. Gut, da vorne ist der Ausgang. Ei, ei, das ist ja ein richtiger Marathon hier. Ein Kilometerlauf. Zurück nach Galar vor. So. Wo ist denn unsere liebe Dame von eben? Ach man, Leute. Geh mal weg hier. Weg. Mach die Biege, Fliege. Was? Was?
Aber wisst ihr was, wir kommen sicher wieder. So. Wir müssen jetzt nach Rathier. Bei Rathier kann man auch den Stabs Serabel oder Gräm geben. Tiriens Rast. Wir gehen gleich zu Tiriens Rast, aber erstmal müssen wir nach Rathier, um das zu verkaufen. Muss ich erstmal gucken, wo wir nochmal hin mussten, genau dann. Ich weiß es nämlich nicht mehr ganz genau zu 100%. Wo ging's denn dann nochmal lang? Untere Stollen, da oben lang. Heißt hier lang. Mein Freund, Und da wisst ihr lang. überhaupt, was mich das alles kostet? So. Hier müsste es für den Stollen gehen. Genau. Und die Händlerin nimmt, soweit ich weiß, alles an. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Und so müssen wir zu den Reisenden nochmal zurückgehen. Ich muss mal gucken, wo die waren, aber das geht schon. Ihr seid aber furchteinflößend. Geil, wa? Furchteinflößend, geil. Nein. So. Die Händlerin ist hier links. Links, 2, 3, 4. Links, 2, 3, 4. Was? Ich habe Dinge. Dinge, die es in der... Verkaufen. Oh, was ist das hier überhaupt nochmal? Nö. Tschüss. Und den ganzen Plunder. 74 mal Plunder, Alter. Oberstadt nicht gibt. Und tschüss. Eieieiei, das war eine ganze Menge an Geld. Das muss ich sagen. Doch, das gefiel mir. Es war eine ganze Menge an Gegenständen. War zwar nicht von hohem Wert, aber es war eine ganze Menge an Gegenstände. So. Dann müssen wir jetzt einmal nach Kanaron im Netzwald. Nein. Also, nein, was das Wort ist. So, dahin. So. Dann gehen wir eben nach Hause. In die Weberkarte. Und zu unserer Truhe. Der ist gerade weitergelaufen. TF. Kommt das hier schon wieder her? Mann. So. Das weg. Das weg. Den, 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 das, das. Ich will das alles wegtun. Was habe ich da eben noch verstaut zum Schluss? Freie Mann, aber Armbänder. Wir haben ja noch eine ganze Menge wieder zu lesen, Leute. Das seht ihr aber, ne? Aber hier zum Beispiel fehlen uns Teil 1, 3, 6 und dann haben wir 8. Ich weiß nicht, ob es 8 bleiben. Ja, uns fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was. So, auf jeden Fall haben wir jetzt 29. Wir haben jetzt wieder 81 Plätze. Heißt eine ganze Menge. So, und wir gehen jetzt hoch zu Tirins Rast. Und hier werden wir den Stab abgeben. Egal, was kommt. Dreckige Flüchtlinge. Die Bewohner Rathiers sind stark in ihrem Glauben an Lyria. Doch, hallo. Du bekommst Nun, es. habt ihr den Feienstab gefunden? Sagt es mir. Hier ist der Stab. Mal gucken, ob das Falsche war. Lyria ist gewiss zufrieden mit euch. Unser Dorf ist es jedenfalls. Ihr habt diese Belohnung verdient. Nutzt sie in bester Gesundheit. Ich werde sehen, ob das Möge vielleicht noch Lyria was. auf euch herablassen. Ich werde sehen, ob das noch vielleicht noch was zu sagen hat. Ich bin gespannt. Plus 10 Leben, dein Ernst? Was würden wir ohne Priesterin Corilon nur machen? Ihr labert hier einen Müll, das ist unglaublich. Dolph Arne betreten. Möge die. Wir betreten Dolph Göttin mit Arne. euch sein. Ach, wir müssen dafür da lang. Verdammt. Gehen wir hier Jene, runter. die sie liebt, blühen und gedeihen. So. Die Starken und Stolzen jedoch werden durch ihren Zorn gestürzt. Keine Vagabunden, keine Bettler. Wie sie alle Führung und Segen, meine wie sie Kinder. Alle durcheinander quatschen. Das ist unglaublich. Nervig. Nee, 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 nee. Ausgerottet. Geh weg.
Wir haben ja schon wieder ein bisschen Erfahrung gesammelt, das muss man ja sagen. So, den Stein haben wir schon. So. Wir kommen unserem Ziel immer näher. So. Da sind wir. Da müssen wir anscheinend rein. Hoch, rein, wie auch immer. Jedenfalls dahin. Aber auch immer diese ganzen Reisen, ey. Dolphane. Ah, hier ist eine Truhe. Und was zum... Na toll. Auch noch aufschließen oder was? Verdammt. So. Chakrams der Dämmerung. Blonder. So. Ich glaube, ich habe vergessen, die... Ach nee, ich habe alles weggetan, glaube ich. Ich will hier rein. Ich brauche einen Offizierspass der Alpha-Armee. Aber woher bekomme ich einen Offizierspass? Also kann ich das noch gar nicht machen. Nein! Ärgerlich. Das ist ärgerlich. Na gut. Dann werden wir in der nächsten Version, in der nächsten Folge weitermachen. Bis dann, ne? Tschüss.